meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign. So, letzte Woche hatten wir gespielt vor Weihnachten. So, jetzt ist schon wieder eine Woche her und ich habe sauber mein Mikrofon gerade angesäbert. Das mag mein Mikrofon gerne haben. Sehr viel Speichel. So, wir sind bei Yannick abgeblieben. So, ach übrigens hier, Jonathan ist tot. Ja, das wisst ihr schon alle, ne? So, soweit habe ich gar nicht gedacht. Gut, ich muss zugeben, dieser Chatverlauf ist weg. Okay, wir fangen also hier an. Irgendwie spricht niemand darüber. Aber wenn wir den Fall nicht bald lösen, läuft übermorgen unsere Zeit ab. Verdammt, ich will noch nicht sterben. Das will keiner von uns. Wir müssen jetzt versuchen, die Nerven zu behalten. Niemand wird mehr sterben. Wir bringen das jetzt gemeinsam zu Ende. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Jonathan ist tot. Ja, genau. Das wissen wir. Und was ist noch passiert? Gar nichts weiter, ne? Nee. Ja. Und wenn nicht, ja, dann sterben wir. Fuck. Ich stehe doch nicht am Anfang meines Lebens. Ich stehe noch am Anfang meines Lebens. Wir alle. Wir haben Eltern, Geschwister, Freunde. Ja, das ist wohl wahr. Meine Schwester ist im 6. Monat schwanger. Verstehst du, Tomji? Ich werde bald Onkel. Ja, ja. Sag das mal Serena. Das wäre, glaube ich, das... Ja. Meine Oma macht sich Sorgen, dass sie Geburt nicht mehr miterlebt, weil sie bald 90 wird. Aber ihre Chancen sind größer als meine. Sag sowas nicht. Was willst du denn jetzt von mir hören? Traurig, aber wahr. Ja, was willst du jetzt von mir hören, Junge? Was willst du hören? Los, vertell uns das. Ich weiß es doch selbst nicht. Jeden Tag stirbt jemand aus unserem Umfeld. Erst Gabriela, Quentin, dann Ruby und jetzt noch Jonathan. Und es ist ja nicht mal mehr nur Serena, die uns antut, die das antut. Verdammt, Tomji. Jetzt ist auch noch ihr Mörder hinter uns her. Ja. Und hab ich schon gesagt, Strasser, ist es eine Möglichkeit? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ne, der Kommissar? So meine Vermutung. So, die kam einfach mal so ganz spontan. Warum nicht er? Sorry. Ich heul dich hier voll, dabei geht es dir nicht anders. Ja, und wir haben noch eine nervige Rothaarige, die uns besuchen möchte. Oh. Ich habe gerade mit Kiaras Mutter und ihrer Schwester gesprochen. Auch sie können Kiara nicht erreichen. Oh, das darf doch... So, gestört vom Postboten. Ja, Weihnachten ist vorbei und es kommt trotzdem noch Weihnachtsgeschenke an. Wer kennt das? Ich weiß es nicht. So, wir dürfen auf jeden Fall eine ganze Ecke wieder hochdingsen. So, auch sie konnten Kiara nicht erreichen. Und sagt mir jetzt nicht wieder, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Wir hätten uns schon um die anderen viel mehr Sorgen machen müssen. Gabriela, Quentin, Ruby, Jonathan. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Es wird langsam schwierig mitzuzählen. Es hätte die Bleibe mal locker, durch die Hose atmen. Es bringt dir absolute nichts, die Unüberlegte zu handeln. Weißt du was, Tayo? Wie wär's, wenn du einmal Dr. Klugscheißer spielst? Wer hat dich eigentlich zum Anführer ernannt, dass du immer denkst, Anweisung geben zu müssen? Euer Kindergarten hilft uns hier nicht weiter. Wie war das mit dem an einen Strang ziehen und so? Cedric, findest du nicht, du übertreibst etwas? Nix sagen. Wir bleiben damit mit einer Strang ziehen. Daran müssen wir denken. Tja, Postbote hat gerade genervt. Ey, sowas gibt es, ne? Also das ist das Leben. Ich habe das Gefühl, anderen Menschen passiert das nicht, wenn man so YouTube-Videos guckt, nur mir. Da zieht mit mir an einen Strang. Kiara war eigentlich mit ihrer Mutter verabredet. Als ihre Mutter bei ihr klingelte, war Kiara nicht zu Hause. Versteht ihr denn nicht? Ich habe verdammt Angst, dass ihr etwas zugestoßen ist. Jetzt versuch mal bitte Ruhe zu bewahren. Wolf, hast du eine Möglichkeit herauszufinden, wo Kiara sich gerade aufhält?
Na klar, Handy orten. Ich finde zwar, ihr handelt etwas voreilig, aber an Cedrics Stelle würde es mir nicht sicherlich genauso gehen. Danke, Wolf. Ich melde mich gleich. Gut, ich denke mal, wir werden Kiaras Handy hacken müssen irgendwann und so. Ja. Mhm. Ach nee, der Vater. Moin, Mignon. Du hast die gute Nachricht von Mama schon gehört, oder was? Ich kann dir gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin. Und bitte entschuldige, dass ich mich gestern nicht gemeldet habe. Aber mir wurde das Wort noch recht spät bei Markus. Das habe ich mir schon fast gedacht, bestimmt gefeiert. Kein Problem, Paps. Nix sagen. Das Nix sagen ist immer so. Nix sagen. Einfach so nix sagen. Ich hoffe nur, dass die OP gut verläuft. Die Ärztin war zwar sehr positiv gestimmt, aber man liest ja immer die schlimmen Sachen, ne? Und eine Operation am Kopf ist sicher kein Routineeingriff. Ja, doch, für gewisse Ärzte schon. Ja. Mama schafft das, das weiß ich. Jetzt mal nicht den Teufel an die Wand. Doch, das ist eigentlich schon für gewisse Ärzte. Ja, die Ärzte wissen, was sie tun. Ich weiß. Ich bin ja auch zuversichtlich. Ich spuck nur ständig in meinen Kopf herum. Aber damit möchte ich dich nicht belasten. So, mein Junge. Ich stehe gerade auf dem Parkplatz vom Weinladen. Koch heute Abend was Leckeres für die Modern. Und besorg jetzt noch ein bisschen Prickelwater. Muss ich mich ein bisschen beeilen jetzt? Ja, alles klar, Papa, dann schick mir mal dein Foto. Ja, warum denn nicht? Komm, das ist, weil Sternchen-Antwort, ne? Premium-Antwort. Dafür hat man bezahlt. Dann macht man das, ja. Jo, mhm. Okay, Gott, klar, mein Junge. So, weg ist er. Brr. Profil. Habe ich hier schon irgendwas geändert an meinem Profil? Was? Okay. Film, Star Wars, alles mögliche. Infos über dich. Ja, genau, meine Stimmung. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja. Kiaras Handy scheint vom Netz getrennt zu sein. Ich kann es nicht orten. Ach, natürlich sowas. Bei ihr natürlich. Mir reicht es jetzt. Ihr muss etwas zugestoßen sein. Ich fahre jetzt alle Wege ab, die sie genommen haben könnte. Guck auch bei ihr zu Hause nach. Sieh nach, ob ihr Auto in der Tiefgarage steht. Viel Glück, halt uns auf dem Laufenden. Ah, sind ja alle möglichen Antworten, die wir in Betracht ziehen könnten und Sachen, die wir machen könnten. Viel Glück, halt uns auf dem Laufenden, sagte ich. Aber es hat gerade gepoppt. Genau. Mach ich. Danke, Tomji. Was, Lea? Ich glaube, die von den Stadtwerken halten mich jetzt endgültig für verrückt. Als ich heute Morgen nach Hause kam, war der Strom wieder da. Als wäre nie etwas gewesen. Aber das ist doch gut. Was sind daran verrückt? Fragt sich nur, wie lange. Wir sind ja mal zuversichtlich, ne? Ich finde es gar nicht lustig. Die Stadtwerke können sich den Stromausfall nicht erklären. Sie fragten mich doch tatsächlich, ob ich mir wirklich sicher wäre, dass Strom ausgefallen ist. Nee, das ist schwer zu erkennen. Es wäre keine Störung zu verzeichnen. Und mein gestriger Stromverbrauch läge ebenfalls im Durchschnitt. Und als die Sache mit dem Anruf erzählte, fing der eine an zu schmunzeln. Und der andere fragte mich sogar, ob ich gestern Abend etwas getrunken hätte. Aber seltsam ist die Nummer schon, ne? Ja. Hast du denn was? Ja, aber nur zwei Gläser Flaschen Wein.
Und den Anruf hast du ja selber gesehen. Ich sag dir, mit dieser Wohnung stimmt irgendetwas nicht. Apropos Wohnung. Ich möchte mit dir über das etwas Wichtiges sprechen. Was? Nee. Wir ziehen nicht zusammen. Unsere gemeinsame Wohnung wird bald wieder frei. Ich habe gestern zufällig einen Lichter getroffen. Mit den jetzigen Mietern hat er scheinbar nur Ärger. Er würde sogar vom Preis runtergehen, wenn wir beide wieder einziehen. Käme das für dich denn überhaupt in Frage? In 2 Wochen wäre sie zu haben. Ja klar, das wäre doch super. Ich lasse es mir mal nochmal durch den Kopf gehen. Wir sollten es doch langsam angehen lassen. Ja, getrennt, dann wieder zusammen und dann wieder gleich zusammenziehen. Wir lassen uns das durch den Kopf gehen. Ganz im Ernst, ich würde davon nichts halten. Man kann sich auch noch eine andere Wohnung suchen eventuell. So sehe ich das. Ich würde mich wirklich riesig freuen. Ich vermisse es so sehr, mit dir zu kuscheln. Was? Ups, schon so spät? Ist es schon so spät? Ja, 12 Uhr, schieß mich tot. Treff mich gleich in einem Stadtcafé mit einer Freundin. Lass uns später weiter schreiben. Mit Nora. Das wäre der Hammer, oder? Aber Nora hatte sie ja schon belästigt. Also Nora und sie kennen. Nora. So. Back in old Germany. Der Flug war so schön. Aber bevor ich ins Taxi steige, gönne ich mir was? Zu saufen? Achso. Oh. Das möchte ich auch essen. Lecker. Aber nicht mit Brötchen, sondern mit Pommes. Schärfegrad Oralkrieger. Was? Wem geht da nicht irgendwas durch den Kopf? Lecker, ich liebe scharfes Essen. Das wäre nichts für mich. Dann mal guten Appetit. Ja, warum denn nicht? Dann mal guten Appetit. Weil da habe ich auch Bock drauf jetzt, ne? Aber nicht auf Oralkrieger. Oh mein Gott. Wollte eh nur kurz Bescheid geben, dass ich gut angekommen bin. Wenn ich es mir bei meiner Tante gemütlich gemacht habe, melde ich mich bei dir. Und jetzt hau ich rein, bevor es kalt wird. Mach mal. Oralkrieger. Was ist hier los, Chiara? Moment. Hilf, was geschieht hier? Was? Wo bin ich? Was? Ich weiß, wo sie ist. Bei Dr. Tiefenbrunner. Endlich meldest du dich. Geht es dir gut? Ich weiß es nicht. Fühle mich noch ganz benommen. Bin gerade in einen Kellerraum aufgewacht. Ja, okay, Tiefenbrunner. Oder Annalena. Mein linker Arm ist an ein Heizungsrohr gekettet. Und mein Entführer hat mir meine Schuhe abgenommen. Ja, das ist schon mal gut, dass sie weiß, dass sie entführt worden ist, ne? Ja. Aber warum die Schuhe? Da kriegst du kalte Füße. Das ist gemein. Da holt sie sich was weg. Es ist so unglaublich kalt. Sie holt sich was weg. Und die Kette ist so eng. Es tut so verdammt weh. In den Raum ist nichts, außer eine Treppe. Keine Ahnung, wo die hinführt. Ja. Ah. Och, das sieht aber gemütlich aus. Das ist doch kein Keller. Guck mal, hier sogar mit so einem alten Fahrstuhl. Ja. Okay. Bitte holt mich hier raus. Kannst du dich an irgendetwas erinnern? Konntest du deinen Führer erkennen? Hast du eine Ahnung, wo du sein könntest? In der Keller. Ja. Bupp. Nein, nicht wirklich. Ich weiß nur noch, wie ich mein Auto in die Tiefgarage abgestellt habe. Als ich zum Aufzug lief, hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich bin mir sicher, dass ich Schritte gehört habe. Auf einmal klingelt mein Telefon.
Sebastian, also der Dr. Leitner rief an. Plötzlich war da ein Schatten. Bevor ich mich umdrehen konnte, spürte ich ein feuchtes Tuch im Gesicht. Und da bin ich hier aufgewacht. Bitte, ihr müsst mir helfen. Ja, wir wissen ja nicht mal, wo du bist. Ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Chiara, ich verstehe, dass du unglaublich Angst hast. Aber du musst jetzt versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ja, wir haben ja Henry Fons, ne? Der kriegt das schon hin, ne? Auch wenn das in der Situation unglaublich viel verlangt ist. Als erstes solltest du den Notruf verständigen. Was? Von wo aus? Die Polizei kann den Anruf zurückverfolgen. Das Handy wird sie doch bestimmt nicht mehr haben. Achso, na klar. Womit schreibt sie denn? Das habe ich schon versucht, aber es geht nicht. Ich habe kaum Empfang. Ein Wunder, dass die Nachrichten hier rausgehen. Kannst du nicht bei der Polizei irgendwie... E-Mail? Geht doch, oder nicht? Gib mir ein paar Minuten, ich versuche sie nochmal zu orten. Chiara, hast du irgendwelche Hinweise, die uns zu dir führen könnten? Ist außerhalb irgendwas zu hören? Gibt es ein Fenster in diesem Raum? Das wäre natürlich sehr interessant, aber ich glaube, die Kette ist so eng, dass sie da nicht mehr ran kann. Nein! Hier ist nichts außer Stahlrohre. Ich will hier raus. Ja, wir machen ja schon, ne? Mhm. Geduld. Gemach. Chiara, du musst dich konzentrieren. Jeder noch so kleine Hinweis kann wichtig sein und uns zu dir führen. Nein, ich weiß nicht. Ich kann gar nicht klar denken. Oh Gott, was ist, wenn Jonathans Mörder dahinter steckt? Mit Sicherheit. Ich glaube nicht, dass es sehr viele Leute gibt, die einfach irgendwelche Leute entführen und dann einen anderen Freund abknallen und so. Ich will nicht sterben, vor allem nicht an diesem furchtbaren Ort. Chiara, wir holen dich daraus, versprochen. Ich lasse nicht zu, dass er dir was antut. Wir lassen das nicht zu. Dir wird nichts passieren, Chiara. Ich frage mich nur, wieso er dir dein Handy nicht abgenommen hat. Das hat er. Es war aber das falsche Handy. Was? Die hat mehrere Handys. Ich hatte für Sebastian ein Prepaid-Handy besorgt. Mein eigentliches Handy war in meiner Hosentasche. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich habe nur noch 23% Akku. Ja, dann kann ich YouTube-Videos gucken und sowas alles, ne? Und Instagram-Dings hier, weißt du? Instagram-Story machen hier gerade, posten. So, ich bin jetzt hier entführt im Keller. Ja, es ist ziemlich kalt. Schuhe habe ich auch keine mehr, du Arsch. Dankeschön. So, wenn euch das gefällt, dann lasst doch einfach mal ein Like da. Da bin ich wieder. Und ich habe keine guten Nachrichten. Das Handysignal ist zu schwach, um den genauen Standort zu ermitteln. Der Radius von Chiaras Aufenthaltsort ist einfach zu groß. Aber es sieht ja nach einer Ruine aus, ne? Da könnte man doch irgendwie danach irgendwie erforschen. Oh Gott, ich glaube, ich höre ein Auto vorfahren. Was mache ich jetzt? Ich habe solche Angst. Du musst dein Handy verstecken. Er darf es nicht sehen. Warte ab, bis du ihn gesehen hast. Und melde dich wieder. Sprich mit ihm und versuche herauszufinden, was er will. Na, das Handy verstecken wäre, glaube ich, eine sehr, sehr super tolle Sache. Alles ist toll, ne? Ja. Oh Gott, ich höre ihn kommen. Ich schalte das Handy aus. Was? Organparty schaltet. Hä? Wieso denn so? Das Chiara und dann, ich schalte das Handy aus. Was ist das denn? Organparty schreibt. Was? Das ist ja merkwürdig. Sie ist hier jetzt hier offline. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein Bug oder ein Fehler oder sowas, ne? Kann das sein? Verdammte Leute, was machen wir jetzt hier? Wir müssen sofort die Polizei rufen. Ja, und wenn der Strasser ist. Meine Vermutung, das ist Strasser. Mhm.
Lass sie uns hier direkt der Anne de Strasser kontaktieren. Dem müssen wir nicht alle alles erklären. Ich übernehme das. Ja. Mhm. Super. Ich weiß aus eigener Erfahrung, welche Fakten jetzt wichtig sind und welche Kommissare hören möchte. Danke, Henry. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn Chiara etwas zustößt. Ja, so was, wenn, ja. Ja. Okay. So. Hanna. Okay. So, Kinderchen, das war's wieder für heute. Es hat mir saumäßig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob, doch, ich denke mal, morgen werde ich versuchen, auch nochmal eine Folge zu machen. So als Jahresabschluss quasi. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.